Im nächsten Abschnitt werdet ihr mehr über die Einsatzgebiete von Videos in der Software-Dokumentation erfahren. Euch sollte klar sein, dass ihr nicht willkürlich ein Video zu einem x-beliebigen Thema erstellt und sofort all eure Nutzer begeistert sind. Wie ihr passende Themen für Videos für bestimmte Nutzergruppen identifizieren könnt, möchte ich euch in den nächsten Lektionen zeigen. Dazu gehen wir zunächst auf die Zielgruppe ein. Zu sagen, dass das Video an die Endnutzer eures Software-Systems gerichtet ist, reicht meistens nicht aus. Hier wollen wir konkreter werden. Welche Benutzergruppe wollt ihr genau ansprechen? Möchtet ihr Videoinhalte für absolute Anfänger produzieren oder doch eher häufig auftretende Arbeitsschritte für den fortgeschrittenen Nutzer in Videoform veranschaulichen? Aus welcher Branche kommen eure Nutzer? Habt ihr ein Tool für die Buchführung oder doch eine Sport-App? Ich werde euch zeigen, wieso es wichtig ist, die Videos optimal an die Zielgruppe anzupassen. Im anschließenden Video geht es um die Themenwahl. Ihr wisst am besten, was euer Software-System kann, wofür ihr es entwickelt habt und welche Funktionen es bietet. Auch wenn ihr die Experten für eure Software seid, müsst ihr dennoch sinnvolle Themen für Videos auswählen. Die Themenwahl ist in der Regel auch von der Zielgruppe abhängig. Ich werde euch dazu mögliche Themengebiete und Arten von Videos vorstellen, die gut in eine Benutzerdokumentation integriert werden können. Es ist natürlich immer schön, Vorschläge und Tipps zu erhalten. Noch schöner ist es aber zu sehen, dass diese Tipps auch in der Praxis funktionieren. Von daher werde ich euch in der Lektion Erfahrungen aus der Praxis Umfrage- und Studienergebnisse präsentieren, die wir auf Basis eines kurzen Videokurses durchgeführt haben. Durch diese Ergebnisse werdet ihr sehen, dass eben nicht jedes Video automatisch gut ankommt, aber Videos dennoch ein nicht zu unterschätzendes Medium für die Lehre von neuen Software-Systemen sind. Abschließend stelle ich euch noch mögliche Einsatzgebiete vor, die auf Basis der vorangegangenen Ergebnisse sinnvoll erscheinen. Diese Lektion könnt ihr als Denkanstoß sehen, um dann selbst tätig zu werden und eigene Anwendungsbereiche für Videos zu identifizieren. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen zu einer der Lektionen habt, nutzt auch gerne den Fragen- und Antwortenbereich dieses Kurses. Und nun viel Spaß mit den nächsten Lektionen.